Mich war vorhin nicht ganz gesprächig, weil ich erst aufgestanden bin. Whatever. Wir benutzen jetzt den Putzeimer. Da, wo das Licht hinscheint. Benutzen hier wieder. Ja, danke. Diese ollen Linsen hat sich mal irgendein ach so toller Krefelder Künstler ausgedacht. Und nun müssen wir sie auf ewig in unserem Stadtbild ertragen. Danke, Powerade. Oh je. Yeah. Ebenfalls Kund, welche mir A. nichts zu fressen einbringt und B. schon gar nichts zu saufen. Also weiter jetzt. Ja. Ein Gummibaum. Das Material wäre prima für Schläuche geeignet, wenn man es nur irgendwie umformen könnte. Das ist nicht das Problem, lieber Ben. Das ist nicht das Problem. Wir benutzen den Laserpointer. Und schmelzen das Ding einfach. So. Jetzt schauen wir uns den Eimer mit Schläuchen. Haben wir den Eimer wieder, haben die Schläuche. Der Stahlbalken zusammen mit dem Straßenhütchen bilden eine prima Gießvorrichtung. Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich entdecke nichts Wissenswertes. Außer dass das hier vielleicht eine Leiter ist. So, jetzt haben wir alles. Jetzt müssen wir uns bloß noch der Badewanne der Tiggers ermächtigen. Hallo! Boah, wir müssen echt mal wieder putzen. Jo, lass mal morgen machen. Ja, wann denn? Also ganz ehrlich, die sind echt cool drauf. Tigger, was geht bei dir so? Och, alles wunderbar. Job gut, Frau gut, nur voll Bock auf Süß. Oh. Und sonst? Hunger! Ja, ist klar, aber worauf denn jetzt genau? Sag mal. Chips, Bonbons oder ein Eis? Keine Ahnung, Mann. Lecker halt! Oh, was für ein Süßkram-Fanatiker. Ey, Alter, es gibt keinen Stoff mehr in Deutschland. Wie kommt ihr damit klar? Wie? Keine Vorhänge mehr? Keine Klamotten? Also keine Unterwäsche mehr, wa? Geil. Ja, das hab ich gemeint. Ist klar. Oh Mann. Tschö, Tigger. Wir brauchen das Feuerzeug noch. Eben, das ist meins. Das brauche ich noch, verstehst du? Verdammt, der gibt mir das nicht. Ich brauche das aber. Mal überlegen, wie kann ich den wohl ablenken? Mit Süßkram. So, wo ist denn... Hallo? Jetzt kommt so ziemlich die geilsten Töne. Sieh sich doch nur einer diese leckeren Gummibärchen an. Gott, diese Töne, das ist einfach so göttlich. Du, Tigger. Jetzt ist er nicht mehr ansprechbar. Tigger. Ja, dann Tigger. Jetzt futter doch mal schneller. Später vielleicht, wenn der Tigger bei der Arbeit ist. Das war mir klar. Das war jetzt einfach nur so ein kleiner Versuch. Aber doch nicht, solange der Tigger da ist. Was geht? Hi, Ben. Ach, das Übliche nicht. Das Übliche? Ja, viel zu tun. Und wir haben Hunger. Aber keiner von uns kriegt den Arsch hoch. Oh. Wie üblich. Eben. Was hältst du denn davon, was unsere Regierung jetzt beschlossen hat? Furchtbar, oder? Ja, absolut schrecklich. Geradezu grauenvoll, sag ich. Diese armen Nagetiere. Ich könnte heulen. Ja, es ist wirklich traurig. Man sollte... Nagetiere? Die neue Satzung zur Käfighaltung ist echt ein Witz. Ein Schlag ins Gesicht für jeden Tierschützer. Ach, oh, Schlag ins Gesicht. Okay. Ich dir mal kurz eine. Ach, schon gut. Okay. Sorry wegen dem Tigger und wie er jetzt so ist, ne? Ach, das gibt sich in ein paar Stunden wieder. Hoffe ich mal.
Okay. Kann ich mal eure Badewanne benutzen? Voll nicht, Ben. Das Bad ist endversifft. Macht doch nichts. Ist doch nicht schlimm. Wie macht nichts? Doch macht wohl was. Ich lasse da keinen rein, bevor ich mich sauber gemacht habe. Okay, dann mach das Bad sauber. Und wann machst du es sauber? Erstmal brauche ich was Leckeres zu rauchen. Ansonsten kann ich nicht putzen. Ich glaube eher, du kannst danach nicht mehr. Nee, echt jetzt. Erst soll ich an den Start, dann mache ich das Bad. Na, dann guck ich mal. Ja, was ein Zufall. Hier bitte, das habe ich extra nur für euch zusammengestellt. Und jetzt macht das Scheißbad sauber. Lieblingssorte, von allem ein bisschen. Nur vor allem die Unkraut. Dann kann ich ja jetzt auch das Bad sauber machen. Und undefinierbares Gras. Viel Schrubben und Wienern. Na, ihr wisst schon. So, jetzt kann ich endlich das Badezimmer benutzen. Jo. Das wird jetzt ein wunderschönes Minispiel. Ich liebe dieses Minispiel. Because I love it! Du, Ticker. Aber ich muss mich verdammt konzentrieren. Kann jetzt sein, dass ich so gut wie gar nicht rede. So, benutze Kartoffeln mit Badewanne. Benutze Schleimklumpen mit Badewanne. Benutze Schläuche mit Badewanne. Benutze. Halt, Moment. Bierprügel mit Lavalampe. So. Es kann ja Spaß losgehen. Aber vorher Waschbecken angucken. Ich entdecke nichts Wissenswertes. Wie jetzt? Ich entdecke nichts Wissenswertes. Man kann ja mal ins Waschbecken reingucken. Whatever. Und um die ganze Sache zu starten, benutzen wir das Zippo mit der Wodka-Maschine. Jetzt könnte es nämlich etwas lustiger werden. Wenn Feldi wieder failt. Und Feldi ist. Also, folgendermaßen. Ich erkläre das jetzt nur einmal. Also, aufpassen. Okay. Du musst die Gärung auf 100% bringen. Dazu benötigst du über 75% Druck. Logisch, oder? Um den Druck hochzukriegen, brauchst du Hitze, die du unten rechts regeln kannst. Jo. Gleichzeitig musst du auf den Füllstand achten. Wasser kannst du links nachlaufen lassen. Ist der Druck zu hoch, kannst du Dampf ablassen in der Mitte am Ventil. Wenn du das Wasser nicht abschaltest, wenn der Tank voll ist, haut dir der Druck schneller ab, als du gucken kannst. Weder der Druck darf zu hoch werden, noch das Wasser leer laufen. Und natürlich hast du nur 120 Sekunden Zeit. Also viel Glück und los! Kein Problem. Zuerst stellen wir mal hier so ein bisschen die Hitze hoch. Und überfüllen ein wenig das Wasser. Das läuft doch super. Druck runter. Und wir sind bei 48% und haben noch genug Zeit. Ein bisschen Druck runter für den Vorsichtshalber. Ah, läuft doch super. Der Druck bleibt auf einem Punkt. Und jetzt eigentlich nur noch ein bisschen den Füllstand so weit wie möglich oben halten. Dann dürfte die ganze Scheiße eigentlich perfekt funktionieren. Und so ein bisschen Druck ablassen. Damit mir die ganze Scheiße nicht um die Ohren fliegt. Muss nicht sein. Oh Scheiße, oh Scheiße. Nicht genug Zeit. Na toll, Cut.
Kartoffelsuppe. Ja, das war jetzt ein bisschen kacke gelaufen. Okay. Okay, probieren wir die ganze Scheiße nochmal. War jetzt etwas dumm gelaufen? Probieren wir es nochmal. Etwas scheiße. Normalerweise schaffe ich es eigentlich jedes Mal, dass mir der Scheiß um die Ohren fliegt. Diesmal ist es nur Kartoffelsuppe geworden. Ist mal was Neues. Also denn, nochmal. Okay, dann geht's wieder. Los. Schon kracht mir das Zeug um die Ohren. Ist mal was, ist mal das Gewohnte. Glücklicherweise hatte der Pilz aus der Abdichtung aus dem die Abdichtung besteht ein bisschen Restenergie zurück, die dich zurückbringt. Welch ein Zufall. Ja, also das habe ich eigentlich normalerweise. Ja, shit happens. Na okay, noch ein Versuch. Okay, dann geht's wieder. Los! So, die Hitze ein klein wenig hochdrehen. Ein bisschen Wasser hochfüllen. Druck ablassen. Das läuft gut, das läuft gut. Das läuft gut. Yay, I did it! I fucking did it! Yay! Ich hab den Wodka in den leeren Eimer reingepackt. Jetzt aber ab nach Hause. Eimer saufen. Oh. Ja, lecker. Na dann, ab geht's. So, jetzt öffnen wir mal die Haustür und dann geht's ab. Hier noch irgendwas? Nein? Okay. Dann benutzen wir mal die Klingel. Ich habe nämlich was zu saufen. Leute! Ben könnte langsam mal kommen. Ich habe Bock auf Suff. Voll! Loreng, mach mal wieder auf. Man könnte meinen, ich wäre hier der Schwarze. Ah, Ben hat Sprit gebracht. Yay, was zum Saufen. Ein Dank auf Ben und nur auf Disney. Yay. Runter damit. Aber schön sachte. Boah, Ben, was ist da drin? Oma im Schritt? Hat auch einen leichten Domestos-Abgang. Nicht fragen, saufen. Genau. Übrigens, siehst du noch normal? Du verheimlichst mir noch was. Also mir schmeckt das an für sich ganz gut. What? Boah. Das erzähle ich alles meinem Pinguin. Der sagt auch Maul, nur halt in seiner Sprache.